Sie sind hier, 9. Dezember 2018, 15.21 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Arminia Bielefeld erkämpft sich ein Remis gegen Sandhausen Urheberrecht Getty Images in der 2. Bundesliga trennen sich Arminia Bielefeld und der SV Sandhausen mit einem Remis. Das Tor der Gäste resultiert dabei aus abseitsverdächtiger Position. Kein Sieger im Kellerduell auf der Alm. Arminia Bielefeld und der SV Sandhausen treten im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker, das 1:1, 0:0, mit nur wenigen Höhepunkten am Sonntag, war für die Ostwestfalen das 9. Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Sandhausen wartet seit nun 7 Pflichtspielen auf ein Erfolgserlebnis und bleibt Vorletzter. Service der Spielplan der 2. Bundesliga, Fabian Schleusener, 46. erzielte die Führung für den SVS unmittelbar nach der Halbzeitpause und aus stark abseitsverdächtiger Position. Andreas Vogelsammer, 79. gelang der verdiente Ausgleich. Service die Tabelle der 2. Bundesliga, wir hatten das Spiel eigentlich im Griff und waren überlegen. Dann war das Gegentor ein Nackenschlag. Ich habe selten in meinem Leben ein so klares Abseitstor gesehen, sagte Bielefelds Coach Jeff Salbene während der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie. Anzeige, jetzt das Trikot von Bielefeld oder Sandhausen kaufen, hier geht es zum Shop, der von Sandhausens Trainer Uwe Koschinat prognostizierte, brutale Kampf, vor 14.093 Zuschauern auf der Alm fand ohne Bielefelds Kapitän Julian Börner statt, der aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader stand. Die Hintergründe wurden zunächst nicht bekannt. Dennoch erarbeiteten sich die Gastgeber in der Anfangsphase leichte Vorteile. Die Highlights der Sonntagsspiele in der Sendung Sky Sport News HD, die 2. Bundesliga, ab 19.30 Uhr im TV auf Sport 1. Bielefelds Coach Jeff Salbene vertraute dergleichen, der BF, die in der Vorwoche ein 2:2 beim SC Paderborn geholt hatte. Gegen die dicht verteidigenden Gäste fehlten aber oft Tempo und Präzision, auf der Gegenseite brachten auch die SVS-Angriffsversuche in der ersten Halbzeit nichts ein. Nach Schleuseners Blitzstart in den 2. Durchgang rettete Sandhausens Torwart Marcel Schuhn gegen Manuel Pretel, 56., Patrick Weihrauch, 59. und Tom Schlitz, 74., ehe Vogelsammer doch noch traf. Von Sportinformationsdienst.